Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, nachdem die letzte Folge ein bisschen durcheinander war, wegen dieser Sache mit den Münzen, von denen wir immer noch eine haben. Und die Hand von Daze haben wir auch immer noch. Können wir uns jetzt anderen Sachen widmen. Beziehungsweise, wir widmen uns Johnny Renikus. Ja. Durch die Türen kommen wir leider nicht durch, weil die verschlossen sind. Nur die hier ist offen. Und hier müsste auch was drin sein. Außer Geld. Genau, nämlich erstes Tagebuch von Johnny Renikus. Das hatte ich noch einigermaßen in Erinnerung, dass das da liegt. Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass diese Niederschrift für mich eines Tages zu einem äußerst peinlichen Erbe werden könnte, aber ich muss meine Gedanken ordnen oder sie werden meinen verfluchten Verstand noch überwältigen. Die Zauberfeste steht nun unter meiner Kontrolle. Nachdem ich aus meinem Tiefschlaf erwachte, war es kein Problem, die dortigen Verteidigungsmechanismen einfach auszuschalten. Direktor Vanev hat sich praktischerweise selbst ausgeschaltet, weil er auf einen meiner Zauber irgendwie allergisch reagiert hat. Ich habe vergessen, was es genau war. Habe ich so etwas schon in dem Tempel von Suldanesalar gehört? Spielt es überhaupt eine Rolle? Mein Zustand verschlechtert sich und die Erinnerung an meine Heimat wird immer schwächer. Ich sehe Bilder einer Familie vor mir, mit denen ich keinen Namen assoziieren kann, und ich träume von Gefühlen, die ich nicht mehr empfinden kann. Manchmal spüre ich, dass die Natur meine Mutter ist. Ich empfinde sie so, als wäre ich nie von ihrem Schoß getrennt worden, aber diese Momente sind selten. Ich spüre die Zeichen der Senilität, doch ich habe den Zorn und die Macht eines jungen Elfen, um über sie zu klagen und zu wüten. Bodhi hat den Fluch besser ertragen als ich, aber sie war fokussierter. Und was noch wichtiger ist, sie ist eine Untote. Sie ist nun völlig ihrer Existenz als Vampirin erlegen, obwohl auch dieser Zustand zuerst nicht dazu fähig war, das Todesurteil, das auf ihr liegt, abzuwenden. Sie hatte ihre Sterblichkeit umarmt und war von der brennenden Dringlichkeit, die sie ihrem Leben gegeben hat, ganz verzückt. Aber dann war sie ebenfalls ganz verwirrt. Ihr Mondseele hat sie gerettet, aber ihre Motive bleiben durchsichtig, ja geradezu primitiv. Sie ergötzt sich an ihren niederen Instinkten, während die Elfin und in ihr das Wesen verabscheut, zu dem sie geworden ist. Ich würde meine Schwester bedauern, wenn ich dazu fähig wäre, aber zu Gefühl bin ich nur noch in Form von gewaltsamen Gefühlsausbrüchen fähig. Elysium hat mir meine Fähigkeit genommen, wahrlich zu empfinden. Sie hat mir nur das fadenscheinige Herz eines Menschen oder von sonst so einem kurzlebigen Gezücht gelassen. Ich werde das nicht mehr lange erdulden. Die Zauberfeste entspricht meinen Bedürfnissen recht gut. Sie führen hier schon seit einiger Zeit Experimente an Gefangenen durch. Allerdings auf ziemlich barbarische Weise. Ich habe ihre Gerätschaften verbessert und die notwendigen Rituale vorbereitet. Mit dem Wollen bin ich jetzt praktisch fertig, wobei sie aber noch immer einen guten Köder abgibt. Ich bin mir sicher, dass Talisa früher oder später auftauchen wird. Bodhi hat mir mehr Meuchelmörder geschickt, als ich angefordert habe. Ich habe daher schon einige von ihnen entsorgt, aber das Ganze kommt mir wie blanke Verschwendung vor. Ich denke, sie hat das absichtlich gemacht, weil wir die Überschüssigen in dem Labyrinth unten freilassen mussten und sie dort jetzt nach Lust und Laune auf die Jagd gehen kann. Ihr Hunger und ihre Gier erstaunen mich. Wie kann sie als Untote nur so sehr leben? Vielleicht ist es ja die Seele Imuens. Ich werde diese Erfahrung bald selbst machen, Talisa sollte sich besser beeilen. Ja. Jetzt wissen wir also schon mal, Johnny Renikus war mal ein Elf. Ein wohl gutmütiger Elf, der aber von jemandem verflucht wurde. Und deswegen seine Seele verloren hat, beziehungsweise seine Seele am Verfallen ist.
Deswegen hat er sich kurzerhand einfach ohne Erlaubnis unsere Seele genommen und ist damit jetzt hausieren gegangen. Nö. Ich werde nicht alleine gegen Johnny Redikus kämpfen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Dafür bin ich viel zu schwach. Und ja, die ganzen Pfeile und Bolzen, die lassen wir mal liegen. Die brauchen wir einfach nicht mehr. Erstens haben wir schon genug Zeug, das wir mit uns rumschleppen. Wobei, Kater, du kannst sie ruhig mitnehmen. Ich warte auf euren Befehl. So sei es denn. Wer weiß nämlich, wo wir mal wieder Geld brauchen werden. Vor allem, ob wir mal wieder zu jemandem kommen, der neue, tolle Sachen hat. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! So. Das heißt, wir können jetzt hier nach oben gehen. Und nochmal mit dem Gefängniswärter reden. Jetzt diesmal richtig. Euer Geräusch geht mir langsam auf die Nerven. Ja. Long der Zurechnungssäge. Was tut ihr hier? Ihr solltet genau wie die anderen durchgeknallten auch in eurer Zelle sein. Log der Zurechnungsfähige kümmert sich um euch, aber ihr solltet mir auch Respekt zollen. Heute Nacht werden alle eingeschlossen. Zu viele Leute sind verstört. Passiert dauernd, wenn der Boss rumexperimentiert. Macht sie wohl wütend, könnte ich mir vorstellen. Öffnet die Zellen, Log, ich befreie alle. Macht euch keine Umstände, gebt mir einfach den Schlüssel und ich schließe mich selber ein. Macht sie wütend, ach ja. Und was würde geschehen, wenn sie frei wären? Ihr seid einer von ihnen. Was würdet ihr machen? Für sich genommen kann man sie ja noch umkommandieren, aber alle zusammen. Die sind viel zu aufgeregt, als dass man sie unter Kontrolle haben könnte. Ja, nun, ich gehe dann wohl einfach besser in meine Zelle. Gebt mir den Schlüssel und ich lasse euch in Ruhe. Es gibt nur einen Schlüssel und den kriegt ihr nicht. Und jetzt in eure Zelle, bevor ich wütend werde. Mehr Prüfungen für euch, wenn das passiert. Lasst die jetzt alle frei. Ich bitte euch nicht nur noch einmal. Was soll es kosten, damit ich hier sie alle frei lasse? Was kostet? Für wie viel wird ein Leben diese Tage gehandelt? Dieser neue Direktor Renikus würde mich in einer seiner Experimente vierteilen. Das hat er schon mal gemacht. Dann sterbt ihr eben von meiner und nicht von seiner Hand. Ihr folgt ihm nur aus Angst. Ich werde euch mit Hilfe der Insassen befreien. Nehmen wir das. Ihr glaubt, ihr könntet... Ihr? Eine völlig neue Sichtweise. Ich mag ihn nicht sonderlich und er ist nie etwas anderes als unhöflich zu mir gewesen. Wisst ihr, ich fand Vanev als Direktor viel angenehmer. Wirklich eine Schande, was Irenikus mit ihm gemacht hat. Ich denke, ich werde euch helfen. Ihr könnt mit den Insassen machen, was ihr wollt. Ich komme zurück, wenn das Chaos hier beseitigt ist. Heute Abend bin ich jemand Freies? Welches Gesicht soll ich dafür tragen? Ihr werdet die Miene tragen, die Tiax befiehlt. Heute regiert er alle. Schweigt lieber! Hört ihr nicht das Heulen? Sie kommen von allen Seiten! Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr euch dem Willen Tiax widersetzt habt. Über meinen Kampf macht man sich nicht lustig. Ist das die Regel für alles, was ihr betrachtet? Oder darüber hinaus? Was ist mit denen, die im Innern wandeln? Oder außen herum? Oder hindurch? Die da stehen, wo ihr jetzt steht? Ja, die sind alle behämmert im Kopf. Das liegt aber wohl eher an dem Ort als an ihnen selber. Niemand steht dort, wo Tiax steht. Es sei denn, er läuft über ihre Köpfe. Ist gut, Tiax. Ich sehe, tut ihr es jetzt. Und unter anderem, erkennt ihr das nicht? Seht sie im Innern. Und dahinter. Und weit entfernt. Ja. Nein. Ihr sprecht zu viel von dem, was man sehen kann. Ich möchte nur meine Hübschen wiedersehen. Ich werde nicht weit wegschauen. Ich verspreche es. Tiax ist von Narren und Wahnsinnigen umgeben. Wer ist schuld an diesem Ärgernis? Wen soll Tiax zerschmettern? Ihr werdet die zerschmettern, die zu zerschmettern ich euch befehle. Irenikus ist euer Ziel. Nur es gibt nur einen Mann, der zwischen euch und eurer Herrschaft steht, Irenikus. Beruhigt euch alle mal. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir Irenikus gegenübertreten. Nehmen wir mal das Mittlere. Irenikus? Ich habe sein Gesicht einmal verwendet. Seine Strafe war... Schlimm? Ihn anzusehen bedeutet, zu weit wegzusehen.
Ich kann ihn nicht ansehen. Durch alle Ebenen hindurch ist er kalt. Niemand geht dort, wo er wandelt. Dennoch sehen sie ihn nicht. Mhm. Lieber würde ich mich den Feuerhunden selbst stellen. Dieser Irenikus ist ganz sicher ein Werkzeug der sabbernden Zwölf. Er hat das getan. Er was? Ich werde... Wir müssen ihn finden. Er ist der Grund. Er ist es, der die Prüfungen veranlasst. Vanef. Ich werde nicht ruhen, bis sein Kopf mir und nur mir allein gehört. So ist es recht. Wir alle zusammen können es mit ihm aufnehmen. Nach unten müssen wir gehen. Er hat euch alle gefoltert. Helft euch selber und helft mir, ihn zu besiegen. Ja, ja, ihr würdet ihr Verrückten jetzt bitte endlich nach unten gehen? Nehmen wir die zwei Tiax wieder. Tiax wird ihm allein gegenübertreten. Tiax hält euch nicht für würdig, ihm zu helfen. Doch ihr könnt zuschauen, wenn ihr wollt. Ach, wir helfen lieber. Was ist das? Ihr habt alle meine Versuchsobjekte freigelassen? Wie wunderbar verrückt von euch. Ich habe nicht erwartet, dass es so gefährlich und riskant werden könnte. Nett, dass ich euch amüsiere. Nun werde ich eure Pläne und euer Leben pennen. Sie haben sich alle um mich versammelt. Wir werden euch vernichten. Ich brauche sie nicht, aber ich dachte, es würde denen, die ihr so misshandelt habt, gefallen, bei eurem Untergang mitzuhelfen. Nehmen wir die 1. Übereifrig wie immer, aber eure Angeberei zieht bei mir nicht. Ihr seid keine Gefahr für mich, nicht einmal mit eurer Armee der Verrückten. Euer Schicksal wurde mit dem Fluch, den ich auf euch übertrug, besiegelt. Ich habe sowohl eure als auch Immuns Seele und sie haben sowohl mich als auch Bodhi geheilt. Ihr werdet an unserer Stelle sterben oder noch Schlimmeres erleiden. Bodhi sagte mir, ihr hättet eine Transformation gezeigt. Mit eurem langsam versiegenden Willen wird vielleicht die Essenz des Balen nun aufkommen, um euch zu übernehmen. Das wird ein Anblick werden, da bin ich mir sicher. Ich hole zurück, was mir gehört. Ich hole es mir zurück. Ihr habt diesen Ort verdorben, aber ich werde ihn mir zurückholen. Ja, das ist wirklich der Direktor. Ihr habt diese armen Seen hier gequält, lange bevor ich hierher kam. Und ich hatte mehr Grund, es zu tun. Und... Ach was, rede ich mit Verrückten, wo ich doch meine Rache vollführen sollte. Ja, Rache... Rache für die süße Dünner hier. Zitter Zauberer, weil euch der mächtige Bog gleich die Augen rausfetzen wird. Was war das für eine Rache für euch, Magier? Ihr habt meinen Kalid ebenso beiläufig getötet, wie jemand eine Fliege erschlägt. Ich hingegen werde meine Rache haben. Der Zorn der Natur wird euch niederstrecken. Ihr habt mich benutzt. Ihr habt meine Seele zerrissen und sie mir gestohlen. Dafür werde ich euch töten, Irenikus. Ich werde euch töten. Pah, euer erbärmliches Gewirr bedeutet mir noch weniger als das von Talisa. Sterbt jeder einzelne von euch. Ich habe meine Seele zurück und werde ohne eure Einmischung für meine Rache arbeiten. Du hast meine Seele. Ich helfe schneller als Chick-Ticker, ja. Schnellpratze. Was kann ich tun? Das macht Spaß! So. Eine Hast? Na, du hättest auch eine Hast gehabt. Okay. Oh, er ruft Doppelgänger. Los, spuckt verstanden. Ich werde es tun. Ich hoffe mal, das ist unser Vanef, der da Zeitstopp zaubert. Ja, ich hoffe, das hat man gehört. Ich lese es trotzdem mal vor. Verdammt seid ihr alle. Warum soll ich um diesen Ort kämpfen, wenn ich meine Pläne noch überall in die Tat umsetzen kann? Ich muss wieder von vorne anfangen. Diesmal habt ihr den Sieg davongetragen. Doch wisset, innerlich geht ihr bereits zugrunde. Viele werden sich euch noch anschließen, ehe ich fertig bin. Mein Heim wird meinen Zorn zu spüren bekommen. Hier, kämpft gegen die hirnlosen Mörder, die ich opfern wollte. Ich werde andere finden, die meinen Bedürfnissen dienen. Dieser Ort gehört euch.
Ich hoffe, er wird euer Grab. Siegtar. Auf meiner Klinge steht euer Name. Das seid ihr ja. Warum macht ihr weiter? Innerlich seid ihr doch bereits tot. Irenikus hat doch dafür gesorgt. Ich erledige jetzt eure äußere Hülle. Verräter, ihr werdet für euren Verrat sterben. Yoshimo, wie konntet ihr das tun? Wir sind zu lange miteinander gereist. Am Ende wird er verlieren. Ihr solltet eure Treue zu ihm noch einmal überdenken. Ich kämpfe, weil ich muss. Ihr wisst, dass ich recht habe. Ihr kanntet mich gut. Ich kann nicht dagegen ankämpfen, Talisa. Ich kann es nicht. Ich stand schon in seinen Diensten, bevor wir uns trafen. Und alle, die ihm folgen, bekommen sein geistiges Brandzeichen aufgerückt. Damals war ich bereit dazu, aber jetzt... Wisst ihr, was passiert, wenn man versucht, sich seinem Willen zu widersetzen? Es tut weh, sehr weh. Und dann stirbt man. Seine Zauber sind mächtig, Talisa. So mächtig.